Moin Moin Leute, willkommen zurück zu GTA 2. Wir machen weiter auf Hockenheimring, diesmal in Deutschland. Und ja, mir ist gerade vorhin das Spiel kurz abgeschmiert, weswegen ich das neu starten müsste. Ansonsten wäre das jetzt weitlaufend, fortwährend und wie auch immer gewesen. Naja, egal. Was mir zwischenzeitlich eingefallen ist, worüber man reden kann, ist halt eben Microsoft und Windows 10 und das ganze Upgrade. Ganz spontan ist mir das eingefallen. Vor allem ihm, ganz spontan. Ja, was denn? Es wäre nicht so, als ob wir gerade im Gespräch zwischen den Folgen drauf gekommen wären. Nee, nee, ja, ist so. Ihm ja spontan eingefallen. Das ist ihm ja spontan eingefallen. Ist ja nicht so, als ob ich, also ob wir den Denkanstoß gegeben hätten, dass er überhaupt auf den Gedanken kommt, dass er fragt, wie er Windows 10 ausprobiert hat. Ist ja nicht so, ich meine ja nicht. Oh, schön. Ich liebe sowas. Sorry, ist nicht böse gemeint, aber ich liebe sowas einfach. Ja, grundsätzlich kann man so auf Windows 10 erzählen, was man will. Übrigens mit dabei sind auch der Gamesplant und der Pseudos, was es noch nicht gesagt hat. Weil er jetzt gerade so still ist und ich glaube auch ein bisschen beleidigt, was mir jetzt sehr leid tut, weil es eigentlich nicht böse gemeint war. Oder er ist jetzt einfach gegangen und hat das Ganze laufen lassen, was man jetzt auch gewisserweise vorstellen kann. Oder die Aufnahme ist schon beendet und ich rede jetzt für die Fische, was jetzt eigentlich auch nicht ganz so nice wäre. Ach, das kommt drauf an. Ja, egal. Immer dieses Ja, egal. Ja, ich hab's nicht getestet, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Ich hab's kurzzeitig am Laptop drauf gehabt, aber ich hab's wieder runtergenommen. Die Technical Preview, ne? Ja. Kann man ja kostenlos ausprobieren, wenn man Windows 7 oder 8 hat. Ohne da also man muss sich eintragen in so einen Newsletter und so, dann kriegt man halt einen Key zugesetzt nach einer Zeit. An sich ist es ganz nett, das ist halt so halb 7, halb 8, also halb Fisch, halb Fleisch irgendwie. Das hat sich auch gesagt, es ist halb 7, halb 8. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Also Spiel ist auch noch gar nicht. Also es ist grundsätzlich mal nice, weil es irgendwie so den Komfort von beiden hat irgendwie. Aber es ist jetzt nichts wirklich, wo ich sage, das brauche ich. Naja, der größte Vorteil von 10 könnte sein, je nachdem wie Entwickler das von Spielen halt annehmen, dass man PC und Konsole gemeinsam spielen kann. Also Xbox One und PC halt. Ja, aber Nintendo und PlayStation fallen damit wieder raus. Also ja, gut, ist ja gut, das ist irgendwo klar, weil Xbox One ist ja halt auch von Microsoft. Aber das wäre schon mal ein Schritt in so eine Richtung, die gar nicht mal so verkehrt wäre. Ja, vor allem, weil sie halt wirklich alles synchronisieren wollen. Das heißt ja auch, also PC, Laptops, Tablets, Handys, Waschmaschinen, alles, worauf halt ein Windows-Betriebssystem laufen kann, theoretisch. Mhm. Wobei, also streng genommen läuft Windows ja auch auf dem Stein. Außer Vista, das frisst zu viel. Aber... Oder der Stein fliegt durchs Windows. Ja, das kannst du natürlich auch haben. Aber... Aber grundsätzlich ist 10 nicht schlecht, aber auch ist nicht wirklich nötig. Ist natürlich noch lange nicht fertig. Ich weiß nicht, was sie dann auch alles einbauen und dazubauen und so weiter. Das heißt, da kann auch einiges kommen, was ich jetzt natürlich in den paar Tagen, in denen ich ausprobiert habe, aus Spaß nicht gesehen habe. Ist es überhaupt gamerfreundlich? Also ich habe darauf gespielt League of Legends, Herr der Ringe Online und was ziemlich altes Warhammer 40k Dawn of War. Also das erste noch. Ja. Und es lief alles ohne Probleme. Ich brauchte nicht mal diesen Patch für Dawn of War, den ich für 7 gebraucht habe. Also an sich bin ich positiv überrascht, aber es ist jetzt nichts, was mich von den Socken haut. Also ich glaube, da gab es ja auch die Probleme bei Windows 8, meine ich, mit der Gamerfreundlichkeit, meine ich. Genau, oder? Genau. Da wurde sie dann irgendwie groß gebrandmarkt. Am Anfang vor allem, ne? Ja, ja. Gerade am Anfang, daran kann ich mich auch noch halt erinnern. Also eigentlich bis 8.1 kam, war es extrem. Mittlerweile gibt es ja 8.2 und so und so. Was mich persönlich
bisschen irritiert dabei ist halt, dass sie wirklich alles umstellen wollen. Was genau meinst du jetzt mit umstellen alles? Naja, alle möglichen Geräte eben auf 10 umstellen, weil es gibt jetzt die Windows Phones, die laufen auf 7 und es gibt die neueren Windows Phones, die laufen auf 8 und es gibt halt PCs, die laufen auf 7, PCs, die laufen auf 8, es gibt noch irre viele PCs, die auf XP laufen, es gibt irre viele PCs, die Vista oder 2000 noch haben, wobei Millennium glaube ich auch noch hin und da auf einem läuft, wobei Millennium sollte man ein bisschen totschweigen. Wobei Millennium war wesentlich zockerfreundlicher als 2000. Ich hatte beides. Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, es ist nett, aber es ist nicht so wie von Vista auf 7, dass ich sage, endlich ein Betriebssystem, das funktioniert. Es ist jetzt von 8 auf 10 nicht so dieser Sprung. Und ich finde es auch immer irgendwie irritierend, dass sie den 9 ausgelassen haben. Ja, wegen 9. Auf dem deutschen Markt wäre es halt eben, ja. Windows, ja. Genau, richtig. Ja. Könnten sie Windows ja entwickeln. Ja, muss man mal gucken. Also interessant ist halt dieses Feature, dass man gemeinsam, wenn jemand eine Xbox One hat, kann man mit dem zusammen spielen. Auch wenn man selber keinen hat. Kommt natürlich darauf an, wie Entwickler das halt von den Spielen auch handeln, aber wenn also ich Fable Legends soll das wohl dann gehen. Wobei ich mir das jetzt schon wieder problematisch mit den Servern schon wieder vorstelle. Das eher weniger, was mir mehr Sorgen macht, ist, wenn es dann wirklich Spiele sind wie eben Strategiespiele oder Shooter, um einfach mal die klassischen Genre rauszunehmen, wo du einerseits mit Tastatur und Maus besser bist, andererseits mit dem Gamepad einfach von Haus aus einen Bedienungsnachteil hast, wobei es mittlerweile natürlich auch Tastaturen und Mäuse für die Konsolen gibt, das will ich gar nicht abstreiten. Aber zum Beispiel, wenn ich überlege, es hat für die Xbox 360 das Command & Conquer 3 gegeben, das ich jetzt gerade am PC let's playe. So. Das Add-on gab's da natürlich nicht mehr und dann wurde das online auch nicht mehr unterstützt, also das war irgendwie so ein halber Flop auf jeder Hinsicht. Aber egal. Wenn ich da gegen jemanden spielen hätte können, der auf Konsole spielt, während ich das am PC spiele, wo ich einfach mit meiner Tasten-Makro-Such-Teil-Dingens zwischen den Einheiten und so hin und her springe, während der jedes Mal wieder mit dem Joystick und irgendeiner Schultertaste alle Einheiten ganz feinsäuberlich auswählen muss. Das hat mit Fairness nicht mehr viel zu tun. Bei Shootern ist es ähnlich. Du hast mit der Maus nun mal bessere Präzision und Kontrolle als mit dem Joystick. Ja, das ist aber schon immer so gewesen. Ja, aber da ist es halt die Frage, wie das dann gehandelt wird. Ob du dann nur noch, dass alle gleich spielen, also alle nur mit dem Controller spielen können, wenn einer von der Konsole dabei ist, oder wie sie das machen. Nicht jeder PC-User hat einen Controller. Ja, das ist das Nächste. Also bei Shootern würde ich das eher noch als Nachteil empfinden, als gut, ja, bei Strategiespielen vielleicht, aber das sehe ich beim Shooter ein bisschen. Bei Shootern ist es halt wirklich so, du hast teilweise Tasten doppelt belegt, musst wirklich darauf achten, was du jetzt tust und so, oder am PC drückst halt einfach den einen Knopf und hast das. Und das ist halt. Ja gut, aber wenn du das mit einem Controller spielst, dann hast du die Steuerung ja auch drinne. Ja klar, aber also was ich zum Beispiel spannend fand auf der Gamescom letztes Jahr, ich war schon wieder auf die auf dieses Jahr, aber letztes Jahr habe ich Far Cry 4 angespielt und man musste das mit einem PS4-Controller spielen. Ich hatte vorher noch nie einen PlayStation-Controller in der Hand, nicht mal irgendeinen der alten. Ich hatte zum Glück eine Mitarbeiterin da, die da durchging und das Ganze immer so erklärt hat auch ein bisschen. Die dann wirklich da geblieben ist und mir die Steuerung mal kurz erklärt hat, weil sonst hätte ich in 15 Minuten nicht viel gesehen. Und ich hatte das relativ schnell raus und habe auch eine ziemlich hohe Treffgenauigkeit in diesen Beispielmissionen hinlegen können. Was bei dir eher ja ziemlich verwunderlich ist. Danke. Letzte Zeit ein bisschen viel üben mit Titanfall und so. Aber, jedenfalls ging es halt dann darum, dass ich das so ausprobiert habe und ich habe es jetzt am PC ja auch gespielt jetzt schon einige Zeit und muss sagen, also mit PS4-Controller lässt sich's ganz gut zocken. Mit Xbox-Controller
Da lasse ich eher die Finger von. Da habe ich eher so, ne, lieber nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt bis vor einem Jahr habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nie einen Xbox 360 Controller in der Hand gehalten oder überhaupt damit gespielt. Und ich muss sagen, so Shooter, nee, ganz ehrlich, weil ich habe das zu dem Zeitpunkt war, kam Ghosts, glaube ich, ganz frisch raus, Call of Duty. Und das hatte ich mal angetestet mit Controller auf Xbox. Jein, weiß ich nicht. Ich war zwar nicht schlecht, muss ich zugeben, obwohl ich es noch nie gespielt hatte, also auf mit Controller, vor allen Dingen mit Xbox-Controller. Aber es war schwierig, es war eine Herausforderung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, yo, das zocke ich nochmal mit Controller oder so. Shooter bleibe ich dann doch eher lieber mit Tastatur und Maus. Und ja, dann habe ich auch Forza 4 oder 3 war es. Ich meine, Forza 4 habe ich mal angespielt gehabt. Und ich muss sagen, mit Xbox-Controller, es ist zwar eine Umstellung, aber es lässt sich ganz gut fahren, muss ich sagen. Und okay. So an sich muss ich sagen, wobei ich von den Forza-Teilen wirklich begeistert bin, muss ich auch sagen. Es ist wirklich ein klasse Spiel. Ich finde es schade, dass es dann doch nicht auf PC erscheint. Oder erschienen ist bisher überhaupt. Ja, wie gesagt, und Rennspiele, würde ich sagen, könnte ich mich noch bei Xbox mit anfreunden eventuell. Also mit Xbox 360-Controller. Oder auch One-Controller. So viel unterscheiden die sich ja nicht. Aber so jetzt alle anderen Spiele würde ich eher sagen, nee, lasse ich lieber die Finger davon, ganz ehrlich. Das ist eher eine Umgewöhnung, an die will ich mich nicht gewöhnen. Da bleibe ich dann doch eher lieber bei also bei PlayStation. Und ja. Ich finde irgendwie die Unterschiede von den Controllern nicht sehr hoch. Meinst du jetzt Xbox und PlayStation oder Xbox, also ich kann, Xbox und PlayStation? Nee, Xbox und PlayStation im Allgemeinen. Ich kann mit beiden Controllern so an und für sich gut umgehen, mag aber den von der PS3 irgendwie lieber, weil der für mich persönlich besser in der Hand liegt. Ich finde das, ja gut, das ist dann wiederum so, ob man damit selber ganz gut klarkommt. Das ist halt eben das. Ich komme mit beiden klar. Also ich habe da jetzt nicht das Problem mit dem oder mit dem zu spielen. Das wäre mir halt relativ wurscht. Vom Können her, sage ich. Aber ich muss sagen, was mich so ein bisschen beim Xbox 360 Controller stört, weswegen ich auch nicht so gut damit klarkomme, ist halt eben die beiden Sticks. Der eine liegt oben links, weißt du, und bei der Play und der andere ganz normal wieder bei der PlayStation. Und bei der PlayStation sind halt eben beide unten angelangt. Und das ist. Wobei ich da sagen muss, das bin ich als Nintendo-Fan eher den Xbox-Controller bevorzuge, abgesehen von einem Tag bei Far Cry 4 eben. Weil ich es halt gewohnt bin, dass das Steuerkreuz unten liegt. Weil egal ob du jetzt den 3DS hernimmst, die Wii U oder so, das sind halt die Sticks oben und das Steuerkreuz unten. Und beim GameCube war es ja wirklich auch so wie beim Xbox 360 Controller, dass du oben rechts die Tasten hattest und links unten, also links davon leicht unten versetzt und diesen C-Stick damals, der die C-Knöpfe vom N64 ersetzt hat. Also mir liegt der Xbox-Controller mehr, weil ich es irgendwie schon so gewohnt bin. Ja gut, das ist gut. Wenn man daran gewohnt ist, dann ist klar, dass man dann mehr dann doch zu Xbox tendiert. Aber jemand wie ich jetzt zum Beispiel, der jahrelang, gut, es gibt natürlich Ausnahmen, die spielen jahrelang PlayStation oder jahrelang Xbox und können total gut mit der anderen Konsole dann mit den Controllern umgehen. Gibt's auch. Sag ich ja auch nichts gegen. Und ich bin auch kein Freund von der ganzen Hater-Gemeinschaft von wegen so, die Konsole ist besser und die Konsole ist besser. Das ist völlig egal. Beide hat ihre Vorteile und Nachteile von den Konsolen jetzt. Aber ich bin jetzt zum Beispiel jahrelang nur bei PlayStation gewesen, hab auch nur damit ich dann auch wenigstens den Vergleich habe, auch jetzt der Xbox angetestet, halt eben die 360. Und weiß ich nicht, man hat sich so sehr irgendwann daran gewöhnt, an die Controller, dass man irgendwie für mich jetzt in meinem Beispiel jetzt komme ich nicht so gut klar mit den Xbox-Controllern. Da bleibe ich dann doch eher lieber bei den PlayStation-Controllern. Deswegen.
Aber das ist dann halt wieder so eine Gewöhnungssache. Was mir in der Hinsicht extrem krass auffällt, ist, ich konnte früher, also generell mit Controller und so, ich konnte früher irrsinnig gut mit dem N64 Controller umgehen. Ich hatte das wirklich extrem gut intus. Also hatte da wirklich, egal ob ich den jetzt Mitte rechts, Mitte links oder links rechts eben gehalten habe, weil der diese drei Halterungen hatte, ich hatte da nie Probleme mit. Ich habe neulich mal wieder gespielt, ich komme nicht mehr klar drauf. Ich bin mittlerweile so auf GameCube, weil ich den ja auf der Wii noch gespielt habe, dann auch Wii U und 3DS-Steuerung gewöhnt, dass du eben nur noch diese zwei Halterungen hast, um alles zu erreichen. Ich komme mit diesen drei nicht mehr klar, obwohl du pro Spiel eigentlich nur zwei brauchst, weil entweder du spielst Steuerkreuz oder du spielst Analogstick. Aber mit den veralteten Controller kommst du dann teilweise einfach nicht mehr klar. Fällt mir persönlich zumindest so auf. Ja, aber wie gesagt, das ist ja dann alles wieder so dieses Gewöhnungsding, würde ich eher sagen. Naja, ich habe Jahre damit gezockt und ich komme nicht mehr klar drauf. Das ist auch am PC jetzt bei Tastaturen so. Ich habe jahrelang auf Gummidom-Tastaturen geschworen, weil die einfach, weil ich einfach diesen Wahnsinn Kraft in den Fingern habe, weil ich eben ein bisschen längere Finger habe und deswegen die Hebelwirkung und so, man kennt das ja. Egal, auf jeden Fall habe ich da Ewigkeit auf Gummidom gespart. Ich habe es seit einem Dreivierteljahr circa eine mechanische Tastatur. Und wenn ich jetzt zum Beispiel am Laptop die Gummidoms habe oder am anderen Rechner die Gummidoms habe, ich komme nicht mehr klar drauf. Also, das ist einerseits Gewohnheit, andererseits einfach das Dingens, man kommt halt mit gewissen Dingen klar, wenn man nichts anderes hat, aber sobald man was Besseres hat, merkt man eigentlich erst, wie scheiße man mit den anderen Dingen war. Das ist es, glaube ich, eher. Ich denke, das hängt auch teilweise damit zusammen, wie viele Jahre oder keine Ahnung, wie lange, ja, sagen wir jetzt einfach mal, gehen wir mal von Jahren aus, wie viele Jahre dazwischen hängen, in denen man das alte nicht mehr benutzt hat und sich an das neue gewöhnt hat. Wie gesagt, bei der Tastatur sind es jetzt 7-8 Monate. Beim N64-Controller sind es ein paar Jahre. Also ich glaube, das kommt auch darauf an, dass man sich, glaube ich, einfach teilweise ein bisschen was einredet, weil man ja einfach bis zu einem gewissen Grad meint, man kommt gut klar damit, weil man einfach keinen besseren Vergleichswert hat. Wenn man dann irgendwann wirklich was hat, mit dem man besser ist, merkt man erst, wie scheiße man mit dem alten Zeug ist. Und das ist, glaube ich, das, was es wirklich ausmacht. Ja. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Gamespace? Bei mir? Ihr habt irgendwas also neu geredet. Ich gehe mal von Controllern aus. Controller und Tastatur und Maus, beides. Controller, ich könnte jetzt mit dem, sag ich mal, ersten PlayStation Controller würde ich nicht mehr klarkommen. Denkst du wirklich, dass es deswegen ist, dass du einfach so lange nichts damit gemacht hast oder weil du ja, einfach. Der Controller ist. Damals war der okay, heutzutage sind die Controller halt schwerer durch den Motor, der drin ist. Und ich hatte schon mal wieder einen in der Hand und der ist mir viel zu leicht irgendwie. Das ist so ein, ich weiß nicht, so ein unangenehmes Gefühl, wenn man den in der Hand hat, sage ich mal. Man hat so teilweise das Gefühl, man hat keinen Controller in der Hand, obwohl man einen in der Hand hat, weil er so leicht ist, oder? Naja. Und bei bei Tastatur ist es mir relativ egal, sage ich mal. Bei Mäusen ist mir das relativ wichtig. Ich hatte ja lange Zeit so eine Wireless-Maus, weil ich keine andere hatte, hatte mir dann mal eine normale Gaming-Maus geholt und ich kann mit der anderen kann ich nicht mehr spielen. Die ist mir zu klein, die liegt scheiße in der Hand und... Also das ist eher der Effekt, den ich gerade beschrieben habe, dass es mehr ist,
man hat halt mit dem eine gewisse Erfahrung und ist eigentlich ziemlich gut, aber man merkt eigentlich erst, wie schlecht oder scheiße man damit umgehen kann. Wenn man was Neues, wenn man Besseres eben hat. Was Besseres hat, genau. Ja. Und das merke ich zum Beispiel jetzt, ich hatte damals auch von meinem besten Freund hatte ich eine Gaming-Tastatur und Maus geschenkt bekommen zum Geburtstag. War seine alte. Weil er sich eine neue gekauft hat, hat er gesagt, die braucht er nicht mehr. Und ich kam mit der super klar. War richtig geil, vor allen Dingen die Reaktionszeit ist immer noch nichts im Vergleich zu der, die ich jetzt habe. Und ich habe schon eine eigentlich recht sehr geile. Aber dieses Gefühl dann von Kabelmaus, weil meine jetzige Maus wieder ist eine kabelgebundene USB-Maus, von einer Funkmaus wieder auf eine Kabelmaus umzusteigen, ist auch wieder so eine Sache. Die ist bei mir jetzt zum Beispiel kaputt gegangen, weil der Empfänger von Tastatur und Maus ist dann im Arsch gegangen. Also ich finde Kabel besser als Funk. Ich schwör seit 6 Jahren auf Funk. Ich hab noch eine Funkmaus, die benutze ich halt so nebenbei, wenn ich am Fernsehen irgendwas gucke. Aber zum Spielen benutze ich keine Funk mehr. Hier gibt es manchmal das Problem, dass du dann irgendwelche Störfelder hast und dann macht die Maus irgendwelchen komischen Scheiß, den du gar nicht willst. Okay. Zum Beispiel mal von rechts unten nach links oben oder so? Ja, zum Beispiel sowas oder irgendwas, was du gar nicht möchtest. Ja, es kann auch mal passieren, dass dann geklickt wird. Und ich denke, what the fuck, als ob einer das fremd steuert. Und, nee, mag ich halt nicht mehr. Ich lege darauf, muss ich sagen, sorry, dass ich so, ne, aber Wert, dass ich einen DPI-Schalter auf der Maus habe. Ja, den habe ich auch auf meiner. Das geht mir halt auf den Sack, wenn du dann die Einstellung nicht richtig hast und dann immer in die Optionen gehen und die Sensibilität einstellen. Ich mache das lieber alles direkt an der Maus. Ich habe seit 2009 die G700 von Logitech. Ich mache das mit Euro, ist so alles von Logitech auf, dann ist das egal. Und habe die sogar zweimal hier. Einmal am Rechner, einmal am Laptop. Die liegen 1,5 Meter auseinander, wenn überhaupt, eigentlich ein bisschen weniger sogar. Und sind aber aus 2 verschiedenen Baugenerationen. Einmal die ganz erste, wo sie noch dieses Metall in dem Ausrad hatten, wo aber leider eine Taste kaputt ist, die liegt jetzt am Laptop. Und eine neuere jetzt eben, die hängt am Rechner und ich habe eigentlich nie Probleme damit gehabt. Sie haben sich nie irgendwie gegenseitig irgendwie geschnitten oder so. Nee, das müssen ja auch nicht mal von der gleichen, also das gleiche Modell sein. Das kann ja auch anderes sein. Ich habe halt auch so, ich habe so eine 0815 Funkmaus von Logitech. Und da ist es dann schon vorgekommen, ein Kumpel von mir hat auch eine von Logitech, aber eine ganz andere Baureihe. Und da ist es dann ab und zu schon passiert, dass die sich irgendwie gestört haben. Okay. Wenn die ein bisschen teurer war, Logitech ist ja eigentlich schon eine gute Firma. Mittlerweile dafür, geworden oder war immer schon? Weiß ich jetzt nicht. Eigentlich waren die immer schon eine gute Firma. Ich schwöre eigentlich seit Jahren auf die Lösung. Also, die sind eigentlich, also, hat ja immer so ein bisschen den Ruf, so eine, so, sag ich mal, Billigfirma zu sein. Was ich aber eigentlich auch nicht so verstehe. Die haben ja auch relativ teure Sachen. Und ja, die sind eigentlich immer hochwertig. Wenn ich jetzt überlege, wie gesagt, ich habe vorher 2 Logitech-Tastaturen gehabt, mit Gummidom. Ich habe jetzt eine Logitech mit mechanisch. Jetzt weiß jeder, was ich habe, die G710. Ich habe seit Ewigkeiten Mäuse, seit der MX518, die ja schon Jahre her ist, schwöre ich von den Mäusen her zu 100% auf Logitech. Aber wirklich billig ist was anderes. Also, ja, naja, gut. Nee, es gibt ja relativ billige Sachen von Logitech. Also, ja, aber die das sind ja, aber es ist aber halt auch nichts Gaming-Technisches dann. Das ist halt 0815 Standard-Kram, den du halt für ein Büro brauchst oder so. Und das sind dann halt die Sachen, was die manchmal in den Verruf bringt, eine Billigfirma zu sein, sage ich mal. Aber das so, ist natürlich richtig, aber wenn du wirklich auf Gaming-Equipment setzt bei denen, dann ist da immer schon dabei. Da musst du, aber also die anderen Sachen, finde ich, sind auch schon gut verarbeitet. Also das ist nicht so, dass die relativ schnell kaputt gehen. Oder so. Es gibt und andere. Ich hab jetzt zum Beispiel eine Maus, ich hatte vorher eine von Logitech. Eine Kabelmaus. War jetzt keine Gaming-Maus oder so. Aber die hat auch schon ganz gut funktioniert, bis sie dann ihren Geist aufgegeben hat und so. Und dann einfach mal das gemacht hat, was sie wollte. Oder die hat überhaupt gar nicht mehr reagiert, wenn ich irgendwo drauf geklickt habe. Oder hat einfach mal doppelt geklickt.
was ich richtig scheiße fand. Und jetzt habe ich mittlerweile mir eine Maus von Trust geholt, die auch mit so einem DPI-Schalter oben auf der Maus drauf. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich schon zufrieden bisher mit der Maus. Von daher, keine Probleme. Ich meine, ich würde mir jederzeit wieder von Logitech was holen, weil wie gesagt, ich war mit Logitech eigentlich schon so zufrieden. Deswegen. Aber, ja. Kein Geld und so. Also ich hab... Ich muss sagen, ich bin ja immer so manchmal bei billig für, also wirklich No-Name-Produkte. Ich hatte mir mal von Hammer so eine Gaming-Maus geholt, die war an und für sich auch gut, die ging aber dann irgendwann kaputt. Hat gar nichts mehr gemacht, dann war ich irgendwie sauer und dann war sie ganz kaputt und dann hat sie auch nichts mehr gemacht. Und dann habe ich mir irgendwie für 10 Euro irgendwann mal eine Gaming-Maus geholt von, ich habe keine Ahnung, wie die Marke heißen soll. Und die läuft bis jetzt. Und die ist auch gut, die Maus. Boah, muss ja nicht alles, es muss ja nicht alles, was teuer ist, muss ja nicht unbedingt schlecht, Quatsch, was billig ist, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Das ist nicht. Ich habe zum Beispiel auch jahrelang so billige Stoff-Mauspads für 2 Euro benutzt. Die waren insofern ganz cool, weil die eine verdammt gute Oberfläche hatten, aber relativ schnell kaputt gegangen sind. Also das war der Nachteil dran. Ja, merke ich bei meinem zum Beispiel. Und ich habe mir dann wirklich mal für 15 Euro so ein Razer Sphex geholt mit Control, weil ich halt viel Strategie und Übersicht spiele, brauche ich keine Geschwindigkeit dafür. Und also es gibt es in 2 Ausführungen, Control und Geschwindigkeit, deswegen sage ich dazu. Und bin positiv begeistert. Erstens mal, die ist 2-3 mm dick, das heißt, nicht mal 2-3 mm, das sind 1-2 mm. Die klebt auch richtig am Tisch fest, also die kann da nicht verrutschen und so. Und ich bin mit dir eigentlich episch zufrieden, also. Ich muss mir auch mal ein neues Mauspad holen. Das Sphex kostet 15 und das kann ich wärmstens empfehlen. Nee, die Speed-Ausführung für Shooter eben und die. Control für das andere, aber... Ja, ich habe immer eins von Sharkoon geholt, das ist an und für sich auch in Ordnung. Aber mittlerweile sieht es nicht mehr sehr schön aus. Okay. Und, naja. Die Ränder sind nicht mehr ganz dazu geeignet, dass man darauf gut steuern kann. Also wie gesagt, das Fax klebt ganz auf dem Tisch. Es ist eine Lage nur in Wirklichkeit und das ist halt... Ja, also ich find's gut. Ich kann das super klar. Es gibt natürlich bessere. Was ich auch ganz gerne benutzt hätte, wäre... Was ich auch ganz gerne benutzt habe, war dieses zweibeschichtete von Rocket. Es ist zweiseitig beschichtete, aber das hat sich relativ schnell aufgelöst, weil eine Reihe dieser Pads einen Verarbeitungsfehler hatte und ich habe das leider genau da erwischt. Ach, und dieses Glück. Ja. Also, was ist denn mit Razer? Ich glaube, Razer macht auch Mauspads, oder nicht? Kann sein. Ja, ich hab doch gerade gesagt, das Razer Sphex. So, ich hatte Rocket verstanden. Ja, das Rocket war das Doppelseitige, von dem ich gerade noch gesprochen habe. Achso, ja. Entschuldigung. Ja, ich bin gerade ein bisschen hier vorne am Kämpfen, weil die Gegner jetzt gerade mal ziemlich an mir dran kleben. Ich fahre die ganze Zeit jetzt im Cockpit. Mal wieder. Deswegen. Und im Moment läuft es zwar gut, aber ich muss mich irre konzentrieren, dass sie mich nicht überholen. Weil wie gesagt, Hockenheim ist so eine an 2 Stellen schon eine recht typische Strecke. Ja, wie gesagt, also Mauspad und Mäuse und Tastaturen und so kann ich nicht wirklich so viel mitreden, weil ich bisher nur sehr wenig ausgetestet habe und mir auch kaufen konnte und leisten konnte an den Sachen. Deswegen seid ihr da besser informiert als ich. Angebot für euch bitte natürlich auch für die Zuseher und Zuseherinnen da draußen, wenn ihr etwas Genaues wissen wollt von den Produkten, die ich gerade aufgezählt habe oder so.
schreibt mich doch einfach an, das schreibt es in die Kommentare, dann wird Charter das an mich weiterleiten, dann werden wir das auflösen. Genau, und ich habe gerade einen Fehler gemacht und habe gerade zwei Plätze verloren. Egal. Na, mein Glückwunsch. Wobei, darunter leiten wir zwei wieder. Ja, stimmt auch. Aber bei Amazon zum Beispiel gibt es nur Razer Swax, aber halt eine Ausführung, da kann man jetzt nichts aussuchen. Okay. Im Laden stehen da nämlich zwei immer dabei, deswegen. Also ist jetzt, was gibt's hier? Es gibt halt Razer Swax Mousepack, aber 15 Euro. Mehr sehe ich Swax-mäßig auch nicht. Stimmt allerdings, ja. Gibt's wirklich nur eines? Haben wir wahrscheinlich auch verarscht. Beides ist genau das gleiche. Nein, es sind wirklich unterschiedliche Oberflächen. Also, ich hab dir auch, also du kannst ja auch da angreifen, weil okay. die Verpackung da so eine kleine Lücke hat immer. Okay. Wo du wirklich reingreifen kannst und das füllen kannst und das Speed-Ding ist bald wirklich ein bisschen feiner und glatter. Ja, das ist die Frage, was macht das für einen großen Unterschied? Es wird viel Unterschied machen, wenn du eine gute Maus hast. Das ist ja im Grunde genauso, wie dann die Leute sagen, ja, ich brauche für keine Ahnung, für CSGO 128 Frames, sonst kann ich das nicht spielen. Ja, es ist. Das ist halt immer so die Frage, braucht man das wirklich? Ich habe halt damals einfach ein Ersatz fürs Mauspad gebraucht und habe gesagt, okay, ich will was Niedriges, damit ich nicht wieder Sehnenscheinentzündung kriege. Hab das gefunden, hab zugegriffen und bin zufrieden damit seit einem Jahr oder so. Also es klebt auch immer wieder neu. Ich habe ja immer wieder das Bedürfnis, hier ein bisschen umzuräumen und so. Verschiebt natürlich alles immer wieder ein bisschen. Da muss es halt vielleicht auch nur ein paar Zentimeter weiter rüber oder auch mal auf der anderen Seite des Tisches oder so. Und ich habe das Ganze jetzt 7-8 Mal neu aufgeklebt auf dem Tisch und es klebt noch immer. Also okay. Ist das groß oder ist das so ein Standard? Na, das ist was Größeres. Das ist kannst du gleich abmessen. Ja, hier steht halt 33 Zentimeter, 22,5 Zentimeter breit. 22,5. Na, das ist größer, das ich hier habe. Okay. Ja, ich würde sagen, eher das Rennen ist gelaufen, aber egal. Ja. Ich finde nur leider gerade den Zapfstock ist eh schon falsch. Also es müsste ein bisschen kleiner sein als das, was ich jetzt habe, aber nicht wirklich merkbar. Ach, wahrscheinlich gibt es da auch noch verschiedene Ausführungen und das ist jetzt raus, dass ich mit einer der beiden ein bisschen kleiner, dass ich es hier habe. Weil ich habe das auch wieder ein Jahr schon und kann natürlich sein, dass er schon wieder irgendwie sich was verändert hat. Ich bin ja auch nicht am Laufenden, was Mauspads oder Mäuse angeht, wenn ich nicht gerade eine brauche. Also. Tausch nicht jede Woche aus? Nein. Bei dem schäbigen Gehalt und dem Kellerzimmer hier kann ich mir doch nicht leisten. Gehalt? Ein Pünktchen bringe ich noch nach Hause! Du weißt schon, ein Glas Wasser und ein Krümel Brot. Glaube ich. Achso, du glaubst, du bringst einen Punkt nach Hause? Ich glaube, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, ob der 10. Platz einen Punkt bringt. Weil ich hatte gerade einen Platten, meine Front ist leicht zerstört und ja. Egal. Die Hauptsache ist, dass ich überhaupt noch unter den Top 10 bin. Von daher interessant. Gestaltet die Meisterschaft ja sowieso dann interessanter. Von daher macht das nichts. Wie geht bald der Sprit aus? Komm nächste Runde rein zum Tanken. Ach du grüne Nonne, ernsthaft jetzt? ETF, was ist das denn jetzt? Egal. Hauptsache ins Ziel ankommen, irgendwie, wohl bemerkt. Ja, Special Effects und so. Jo. Diesmal hat man das Born gehört. Nein, das war ein Motorrad hier. Ja, jetzt hör doch mal richtig hin. Motorrad und eine Bohrmaschine gehen gemeinsam in eine Kneipe.
Aber die haben ja jetzt, glaube ich, war das das Windows Phone? Ich weiß es. Ja, ich meine, das war das Windows Phone. Das Windows Phone haben sie ja jetzt so eine, so ein Sprachprogramm mit reingebracht mit der Cortana. Ja, aus Halo. Das ist hier der Verschnitt. Ja, ja, genau. Und die bringt auch mal Witze. Alter. Als ich mir das durchgelesen habe oder angeschaut habe, habe ich mir gedacht, was haben sich die Entwickler dabei jetzt schon wieder gedacht? Ja, das oder ist auch die Menschheit halt. Wo die den Witz dann gebracht hat, warum kann eine Spinne nicht zur Schule gehen? Oder geht nicht zur Schule? Sie hat ja das Web schon. Das sind einfach Witze, die im Englischen lustiger sind. Okay. Ja, richtig. Ich glaube, was Flachwitze und so angeht, bleiben wir lieber bei meinen. Die sind da ein bisschen qualitativ. ja. Vielleicht sollte ich da Microsoft mal anstellen. Für den deutschsprachigen Markt wäre das, glaube ich, nicht so verkehrt. Ja, richtig. Egal, als Zehnter nach Hause ist besser als Letzter. Ja, kommt drauf an, wenn du einen Punkt kriegst, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Punkt hätte, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn du keinen Punkt kriegst, dann ist das auch nicht wirklich besser. Na, nicht wirklich. Egal, und mit 0,4 Litern in ins Ziel. Alter. So, mal kurz gucken. Zehnter sind wir geworden. Kriege ich einen Punkt oder kriege ich keinen Punkt? Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Nö, scheint nicht so. Jetzt soll Letzter werden können. Ja, genau. Jetzt sind wir nämlich nur noch Dritter. Nach Brno Masaryk gehen wir diesmal. Und ja, das Rennen war ein bisschen fail jetzt zum Ende hin. War aber spannend. Aber hey. Wäre ja langweilig, wenn man die ganze Zeit nur gewinnen würde. Ist schon immer so gewesen. Von daher. Es würde auch mehr Punkte bringen, die ganze Zeit zu gewinnen. Schon klar, ja. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt, wenn man dauerhaft nur gewinnt, weil die Gegner einfach so eingestellt wurden, dass du dauerhaft Erster bist, ja, das bringt's auch nicht. Da ist keine Spannung mehr da drin. Ja. Von daher. Na egal, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal in Brno wieder. Und von daher sage ich mal bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschö. Adios. Ciao.